Hi, ich bin Sander Sharma. Hallo, ich heiße Anouk Ehreiser. Hallo, ich bin Bernard Pizzeis. Ich arbeite am DLR als Werkstudent am Institut für Robotik und Mechatronik und bin da in der Gruppe der Flugroboter. Dort arbeite ich an Nadea, das ist eine Drohne, die auf dem Ätna getestet wird und verschiedene Aufgaben übernehmen wird. Und ich habe einen Algorithmus entwickelt, der dann zum Einsatz kommt, wenn das nicht klappt, zum Beispiel, weil es zu windig ist. Ich mache also Landeplatzerkennung für Notfälle, um eben zu schauen, dass sie auch in einem Notfall sicher landen kann. Ich bin Teil vom multispektralen Kamerateam. Wir haben eine Kamera an dem LRU 1 Rover. Das ist einer von den kleinen Robotern mit den ganz, ganz vielen Augen. Und gleichzeitig übernehme ich auch noch als Teil des Science Teams die Koordination mit den Wissenschaftlern von der ESA. Also ich habe quasi zwei Projekte, bei denen ich beteiligt bin. Ich arbeite bei der ESA als ein Trainee. Spezifisch arbeite ich im Human-Robot Interaction Lab und ich fokussiere mich da auf Bildverarbeitung, Computer Vision und Objekterkennung. Dafür benutze ich maschinelles Lernen, um zum Beispiel Steine zu erkennen und diese auch bestmöglich dann aufzuheben. Dafür haben wir einen Roboter, der herumfahren kann mit zwei Ärmeln. Und dann, die sind auch ausgestattet mit Kameras, wo dann mein Algorithmus laufen wird. Und ja. Sehr spannend ist natürlich, funktionieren alle Instrumente, funktioniert alles so, wie wir es uns gedacht haben? Was gibt es für Herausforderungen, was für Probleme, wie lösen wir die? Ich bin sehr gespannt darauf, wie der Roboter in der sehr schwierigen Umgebung dann zurechtkommt. Das heißt, wie kommt es mit der Temperatur klar, wie kommt es mit dem Boden klar, mit den Steinen, die auf dem Boden sind und all die Sachen, die auch noch daran hängen. Ich bin sehr begeistert zu sehen, wie alles jetzt zusammenkommt, die Aufgaben, die von verschiedenen Teams gemacht werden, von verschiedenen Leuten aus unseren Teams und dann eben auf dem Ätna zu sehen, wie alles hoffentlich perfekt zusammenspielt und dann eine coole Mission gibt. Und darauf freue ich mich sehr besonders.